Hallo und willkommen bei Draufsicht. Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Bildung. Wenn Leben das höchste Gut ist, dann ist Bildung der Schlüssel zum höchsten Gut. Dieser Ausspruch von Freiherr von Feuchters Leben ist mittlerweile 200 Jahre alt. An Aktualität hat er deswegen aber nichts eingebüßt. Denn viele Menschen haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Bildung. Weltweit gibt es deshalb rund 800 Millionen Analphabeten. Zur Situation in Berlin, Deutschland und dem Rest der Welt hier eine kurze Einführung. Arm aber sexy, so wirbt Berlin für sich. Ein cooler Spruch, aber was steht dahinter? In Berlin sind die Ausgaben der öffentlichen Hand für Bildung im Vergleich zu anderen Bundesländern überdurchschnittlich hoch. In vergleichenden Studien, wie zum Beispiel der PISA-Studie, sind die Leistungen der Berliner Schülerinnen und Schüler jedoch verhältnismäßig schlecht. Doch ist das wirklich sexy? Eigentlich sind die Bildungssysteme in Industrieländern wie Deutschland relativ gut. Chancengleichheit für alle Kinder besteht deshalb nicht, denn noch immer ist der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängig. Ohne eine gute Ausbildung sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt jedoch ungleich schlechter. Doch nicht nur Kindern, auch Erwachsenen fehlen manchmal grundlegende Fähigkeiten. In Deutschland gibt es 2,3 Millionen Analphabeten. Das sind 4% der Gesamtbevölkerung. Weltweit wird die Zahl der Analphabeten auf über 790 Millionen geschätzt. Davon sind fast zwei Drittel Frauen. 67 Millionen Kinder weltweit gehen nicht zur Schule. Im Jahr 2000 wurde auf dem Weltbildungsforum in Dakar von 164 Ländern beschlossen, parallel zu den Millennium-Entwicklungszielen, 6 spezielle Bildungsziele bis zum Jahr 2015 zu erreichen. Denn eines ist klar: Zur Überwindung von Armut ist Bildung eine der wichtigsten Voraussetzungen. Ob diese Bildungsziele noch erreicht werden können, ist mehr als fraglich. Bildung ist aber nicht nur ein Thema für Entwicklungsländer. Bildung für alle ist auch ein Thema für uns hier in Berlin. Eine Gesellschaft, in der Deutsche, Migranten und andere Gruppen nicht nebeneinander herleben, sondern eine Multitude aus gleichberechtigten Menschen bilden, die zusammenleben, kooperieren und interagieren. Das ist das Ziel des gleichnamigen Vereins Multitude e.V. Dabei geht es um Menschen, die es sehr schwierig haben, in die Gesellschaft zu finden, da sie meist in zurückgezogenen Heimen für sich alleine leben. Während das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf seiner Website proklamiert, dass politisch Verfolgte Asyl genießen und deutsches Asylrecht Verfassungsrang hat, bleibt das Recht auf Bildung immer wieder auf der Strecke. Die ehrenamtlich Engagierten von Multitude, vorrangig Studierende, kritisieren das. Sie gehen deshalb in Flüchtlingsheime, geben dort Deutschunterricht und organisieren darüber hinaus noch weitere Aktivitäten. Wie heißt du? Ich heiße Oliver und ich komme aus Serbien. Also ich bin Hai. Ich komme aus Vietnam. Yo me llamo Ramana. ¿Y de qué país? De Serbien. Wie ist der Name? Ja. Und woher kommst du? Genau, also wir sind eine Gruppe von jungen, engagierten Leuten, zum Großteil Studierende. Wir unterrichten mittlerweile Deutsch in 2 Flüchtlingsunterkünften hier in Berlin, einmal in Spandau und dann hier in Marzahn. Und das halt über die Woche hindurch, also jeden Tag eigentlich, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Die Menschen, die hierher kommen, die haben jede Menge vor, die wollen ein besseres Leben für sie und für ihre Familie und sie wollen auch einen Beitrag leisten in dieser Gesellschaft. Das ist oft nicht möglich, das erschüttert uns und das kritisieren wir, aber wir bleiben nicht bei der Kritik, sondern wir unterstützen sie aktiv. Also wenn ich schaffe, will ich einen Blumenladen haben. Ich müsste gerne Musik machen, weil das ist mein Hobby und ich mag singen. Also direktes Ziel unserer Arbeit ist es, den Menschen einen Weg aufzuzeigen, raus aus den Heimen. Das ist natürlich, damit ist der Deutschunterricht so der erste Anlaufpunkt, weil ich denke, auch Sprache ist sehr wichtig, um sich zurechtzufinden im neuen Land. Wir machen nicht alle Wörter, nur einige. Zum Beispiel hier das Brot. Schreibt ihr auf das Brot? Wie sagt man Brot auf Mazedonisch? Let. Let. Ah, let. Auch genau. Wir machen noch 2 Wörter. Nach Butter kommt der Käse. Ja, habe ich.
Okay, wie sagt man Fisch? Riba. Ah, sehr gut. Sehr gut. Entweder ich möchte Fisch kaufen oder ich suche Fisch. Wir können einfach mal ein, zwei Beispiele aufschreiben. Vor allem für die Kinder, aber auch generell für die Menschen ist es einfach, glaube ich, auch gut zu wissen, dass es Leute gibt, die da sind, an die sie sich wenden können. Und oft sind wir zumindest ein erster Kontakt zu dieser Welt nach außen, die sie in den Heiden gar nicht kennenlernen. Das ist ein der Grund, warum wir die Flüchtlinge zu Berliner Sportvereinen vermieten, weil wir erhoffen uns, dass dadurch die Flüchtlinge dorthin gehen und dass die Menschen, die Sport in Berlin treiben, auch in dieser Situation konfrontiert werden. Die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben, ist, dass das sehr gut ankommt, dass dadurch viele Vorurteile oder viele Unsicherheiten abgebaut werden können. Viele von den Menschen, die bei unserer Initiative tätig sind, die haben oft sich theoretisch mit Themen wie gesellschaftliche Teilhabe oder Umverteilung auseinandergesetzt. Und viele von uns haben das Bedürfnis gehabt, nicht nur theoretisch darüber zu sprechen, sondern tatsächlich dann diese Vorstellungen von Gesellschaften, die wir haben, umzusetzen. Von staatlicher Seite über dieses Argument und auch von der deutschen Gesellschaft, ihr müsst euch integrieren. Also Integration kann halt einfach nicht von einer Seite kommen, Integration muss von beiden Seiten kommen. Und es kann halt nicht sein, dass die Menschen auf der einen Seite ausgeschlossen werden, ausgegrenzt werden und diese Abhängigkeit gehalten werden. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass sie eine Arbeit haben, die sie nicht haben können, weil sie ihnen verboten wird, gut Deutsch sprechen, was sie teilweise nicht können, weil es keine kostenlosen Deutschkurse gibt und so weiter. Aber wir wollen die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, auf die Situation der Leute hier und sehen unsere Arbeit in dem Sinne natürlich schon als eine politische. Ich würde gerne einen Appell machen, und zwar oft ist es das Einfachste zu sagen, ja, der ist ein Flüchtling, und es ist schwieriger oder es erfordert mehr Geduld zu sehen, was dahinter steht. Man sollte versuchen, hinter den Flüchtlingen auch die Menschen zu sehen, die sie sind. Nicht nur die behördlichen Instanzen zu durchlaufen, sondern den Menschen ein Handwerkszeug mitzugeben, mit dem sie ihr Leben selbst und eigenverantwortlich gestalten können, ist ein nachhaltiger Ansatz. Egal ob Deutschunterricht, Plenum, Workshop oder Erstveranstaltung, Freiwillige und Mitmacher sind bei Multitude e.V. stets willkommen. Kontakt könnt ihr unter info@multitude-berlin.de aufnehmen. Seit 2005 organisiert der Weltfriedensdienst unter dem Motto Work for Peace Schüleraktionen für Afrika. Neben der Sensibilisierung für die Thematik werden die Kinder und Jugendlichen auch dazu angehalten, sich zum Beispiel in Form von kreativen Spendenprojekten selbst zu engagieren. Dazu nun ein Beitrag, unter anderem mit einem Interview mit Nina Bewig, der Koordinatorin von Work for Peace. Ich finde, dass es Menschen und speziell Kindern einfach nicht schlecht gehen darf. Deswegen muss man eigentlich was dafür tun, dass es ihnen besser geht. Bildung ist der Schlüssel zur Überwindung von Armut, Krankheit und Unterernährung. Doch der Schulbesuch, der hierzulande alltäglich ist, bleibt für viele Kinder und Jugendliche im globalen Süden die Ausnahme. Deshalb hat der Weltfriedensdienst vor 7 Jahren Work for Peace, die Schüleraktion für Afrika, ins Leben gerufen. Welcher Gedanke dahinter steht, erklärt uns Nina Bewig, die Koordinatorin des Projekts. Bildungsarbeit im entwicklungspolitischen Sinne kann und muss sowohl im Süden als auch im Norden stattfinden. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass im Prinzip die Situation der Menschen im Süden ganz eng mit unserem Verhalten hier im Norden verknüpft ist. Es geht ganz klar um das Thema Solidarität, nämlich Solidarität zu empfinden für die Situation von Gleichaltrigen in Afrika. Und es geht natürlich auch darum, die Bildungschancen und Situationen von Gleichaltrigen in afrikanischen Ländern zu verbessern. Globales Lernen ist ein Begriff, der in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit häufig fällt. Bei Work for Peace hat globales Lernen einen ganz besonderen Charakter. Was Work for Peace ausmacht in der Art und Weise, wie wir globales Lernen verstehen, ist die Kombination von Bildungsarbeit, die an den Schulen stattfindet, mit einem sogenannten Aktionstag. Also der erste Schritt ist der, dass die jungen Menschen erstmal sensibilisiert werden für die Situation von Gleichaltrigen in Afrika.
Also natürlich ein thematischer und inhaltlicher Input. Und aufbauend auf diesen Input findet aber eben dieser Aktionstag statt. Das heißt, die jungen Leute bekommen die Möglichkeit, einen Tag sich zu engagieren und dadurch sozusagen so eine Art Perspektivwechsel stattfindet. Viele Kids und Jugendliche in Afrika können nicht zur Schule gehen, sondern müssen arbeiten. Das heißt, einen Tag werden die Rollen getauscht und man engagiert sich und zeigt sich solidarisch mit der Bildungssituation von anderen Menschen. Und das macht Work for Peace aus, dass das beides miteinander kombiniert wird. Diese Jobdays bieten vielfältige Möglichkeiten. Die Schülerinnen und Schüler können in kooperierenden Unternehmen arbeiten oder sie organisieren selbst eine Aktion. Oder jetzt vor kurzem auch nochmal als das zweite Mal vom Otto-Nagel-Gymnasium. Das haben Schüler auch selber organisiert, was immer eine ganz tolle Sache ist. Die haben in einem Kaufhaus sozusagen die Einkäufe eingepackt. Und das bedeutet, die haben also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die haben nämlich zum einen natürlich dadurch Geld eingenommen, aber was vielleicht noch viel schöner ist, sie haben mit den Leuten, für die sie die Einkäufe eingepackt haben, über ihre Aktion gesprochen und damit natürlich auch sozusagen selber Bildungsarbeit gemacht. Mhm. Generell ist uns aber, wie Sie eben schon erwähnten, wichtig, dass das Ganze interaktiv passiert, weil ich glaube, sowohl wenn man sich selber an die Schulzeit erinnert, als auch wenn man Jugendliche fragt, nichts ist schlimmer als Frontalunterricht. Ja, da schaltet man irgendwann ab und bekommt nur die Hälfte, wenn überhaupt, was mit. Und deswegen ist uns das so wichtig, das interaktiv zu gestalten, weil nur wenn man die Leute mit einbindet, macht das Ganze Spaß und es bleibt was hängen. Kreativworkshops wie Rap for Peace und Act for Peace versuchen die Schülerinnen und Schüler jenseits der klassischen Unterrichtsformen zu begeistern. Also es kommt sehr, sehr gut an, kann man sich vorstellen. Es macht natürlich Spaß, wenn der Klassenraum sich so ein bisschen verändert und tatsächlich zur Bühne wird oder zu einer Möglichkeit, sich auch kreativ ein bisschen mehr irgendwie auszudrücken. Die Schülerinnen und Schüler dürfen in Eigenregie Theaterstücke einüben und Songs aufnehmen. Werden da nicht unbewusst Stereotypen und Klischees reproduziert? Also es ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges und komplexes Thema, ne? Und ich glaube, es ist auch keiner frei davon zu sagen, das passiert uns nie, Klischees irgendwie auf irgendeine Art und Weise dann doch indirekt vielleicht darzustellen. Ich glaube, das ist auch gar nicht wirklich der triftige Punkt, weil Klischees existieren sowieso und man kann sie eigentlich nur auflösen, wenn man sie tatsächlich anspricht und nicht die ganze Zeit versucht zu vermeiden. Das heißt, wir versuchen, wenn möglich, zum Beispiel auch Menschen aus den jeweiligen afrikanischen Ländern, zu denen wir dann im Workshop arbeiten, mit einzuladen, sodass sie aus dem Alltag erzählen können oder vielleicht auch direkt aus erster Hand solche Vorstellungen dann irgendwie wieder in ein realistisches Bild verwandeln können. Ne? Kooperierende Firmen und Unternehmen haben die Chance, sich sozial zu engagieren und gleichzeitig junge Menschen für ihre Arbeit zu begeistern. Ein Projekt, das Schule machen kann. Mehr Infos dazu gibt's auf der Website von Work for Peace. Das war die fünfte Ausgabe von Draufsicht. Was steht in deiner Macht heute zum Thema Bildung? In der nächsten Ausgabe wenden wir uns dem Thema Gesundheit zu. Wenn ihr wollt, bis dahin.